sich die Grazer Jugend trifft. Und Wellness pur auf 2000 Quadratmetern in der Austa. Raus aus der Schule und rein in die Freizeit. Doch anstatt sich stundenlang vor den Computer oder Fernseher zu setzen, nehmen rund 1000 Jugendliche jeden Tag das Angebot der Grazer Jugendzentren an, um miteinander ihre Freizeit zu verbringen. Die Grazer Jugendzentren bieten den jungen Menschen damit eine Rundum-Unterstützung auf ihrem Weg zum Erwachsensein. Chillen, sich mit Freunden treffen, Ansprechpartner haben, wenn einmal der Hut brennt, gemeinsam lernen und an Workshops und Ausflügen teilnehmen. Die Stadt Graz bietet ihren Jugendlichen 12 Freizeittreffpunkte, die auf ganz Graz verteilt sind. Darunter befindet sich auch das Girls-Only-Jugendzentrum Jam. Ab dem Frühjahr 2013 wird auch ein Jugendcafé zu den Teenie-Hotspots gehören, das gerade in Zusammenarbeit mit Jugendlichen im Zentrum von Andritz entsteht. Alle Jugendzentren bieten eine Kaffeehausatmosphäre ohne Konsumationszwang und zum Selbstkostenpreis. Hier haben eindeutig die Teenager das Sagen. Wir können alles machen, was wir wollen, was wir Lust haben. Das ist mein Alltag, mein zweites Zuhause. Wir dürfen da drinnen eigentlich alles machen, was halt normaler Zivilisation entspricht. Es ist wirklich schön zu sehen, dass es so ein Zwischending gibt zwischen Fortgehen und Wohnzimmer zu Hause. Und das ist das, was ich da drinnen empfinde. Es macht Spaß. Ja, Yep ist cool. Das Yep lässt keine Teenager-Wünsche offen. Hier wird gechillt, gespielt und getratscht. Als zusätzliches Angebot gibt es im Yep die Lernbar, in der Schülerinnen und Schüler professionelle Lernunterstützung erhalten und sich gegenseitig austauschen können. Jugendlichen ab 14 Jahren stehen die Türen aller Jugendzentren im Schnitt 20 Stunden pro Woche offen. Auch wenn die Teenagerzeit eine unbeschwerte Zeit sein sollte, bringt sie doch immer wieder Überraschungen mit sich. Eine Sozialpädagogin und ein Sozialpädagoge pro Zentrum haben für die Jugendlichen immer ein offenes Ohr. Es ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis und wir sind so diese Schere zwischen Eltern, Schule, Arbeit. Wir sind Lebenswelt der Jugendlichen. Sie kommen mit allem. Sie kommen mit Liebeskummer, sie kommen mit Fragen zur Schule, zur Ausbildung, sie kommen mit Probleme, die sie daheim ergeben, sie kommen mit allen einfach zu uns und erzählen uns alles. Hin und wieder müssen Männer einfach unter sich sein und auch ein Gespräch von Frau zu Frau kann oft ganz gut tun. Ich liebe Priska. Echt jetzt, sie ist wie meine zweite Mutter. Man kann ihr alles erzählen, man kann vertrauen, man kann sogar das Konto, das Passwort vom Konto sagen es keinen. So ist es. Wir dürfen mit denen alles reden. Und wir vertrauen auch denen viel Sachen, dass wir unsere Eltern nicht vertrauen können. Im ältesten Grazer Jugendzentrum in der Dietrichskeuschen gehen die Jugendlichen bereits seit 30 Jahren ein und aus. Ihre Kinder in guten Händen zu wissen, ist für Eltern das Um und Auf. Also wenn ich mir jetzt reinversetze und mir denke, mein Kind kommt daher, würde ich mir keine Sorgen machen. Weil ich mir denke, es ist besser, als wenn die Jugendlichen im Park irgendwo abhängen. Also hier gibt es einfach bestimmte Vorgaben auch. Also es ist bei uns rauchfrei. Das heißt, es muss keiner mitrauchen, der Jünger ist erst 16. Es gibt kein Alkohol, auch im Gelände vom Yep nicht. Ja, das sind einmal Sachen, die sich ja wahrscheinlich Eltern auch beruhigen, könnt ihr mir vorstellen. In Jugendzentren finden junge Menschen eine Umgebung vor, in der sie in ihrer Freizeit ganz sie selbst sein können, mit all ihren Träumen und Ambitionen. Sie können sich selbst einbringen und engagieren und lernen so in weiterer Folge Verantwortung zu übernehmen. Das neue Jugendcafé Andritz für Jugendliche von 12 bis 19 Jahren. Komm zum ersten Jugendtreffen am 9. November um 15 Uhr. Du entscheidest und gestaltest mit, von der Einrichtung bis zum Angebot. Auf dein Kommen freut sich das Team vom Jugendcafé Andritz. Infos gibt es unter Jugendcafé Andritz, Andritzer Reichsstraße 44, yp-andritz@wiki.at.
In einer Welt, in der sich alles um Leistung und Erfolg dreht, vergessen wir oft, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Es ist an der Zeit, die Seele baumeln zu lassen und der Hektik des Alltags zu entfliehen. Denn diese Zeit hier, die gehört nur Ihnen. May it be an evening star shines down upon you. Wellness für Körper und Seele. Gleich auf zwei Etagen bietet die Auster großzügig gestaltete Rückzugsorte, die ihren Besuchern Ruhe und Erholung spenden und den Abbau von Stress und Hektik unterstützen. Für eine optimale Regeneration des Körpers sorgen Saunabäder, eine Poollandschaft und ein weitläufiger Wellnessgarten mit über 1000 Quadratmetern. In der Saunalandschaft bringt man seinen Kreislauf schnell wieder in Schwung. Geführte Saunaaufgüsse, versehen mit speziellen Duftnoten, entführen die Gäste in den Himalaya, in die Schokoladenfabrik, in den Weinkeller oder auf den Weihnachtsmarkt. Wer es lieber pikant möchte, nimmt an einem echt steirischen Kürbisaufguss teil. Kürbiscremesuppenaufguss haben wir deswegen, weil wir jedes Monat neue Aufgüsse mit einbinden in den Aufgussplan. Und die Leute sollen was haben, wo sie sich erfreuen können. Das ist ein ganz normaler Aufguss, funktioniert über 3 Runden, beziehungsweise mit einer Zugabe, wenn es gewünscht wird. Und dann gehen wir raus und dann gibt es als Zugabe und als Erstärkung eine Kürbiscremesuppe zum Abschluss. Doch aufgießen will gelernt sein. Christian Steger beherrscht die Kunst des Wachelns und heizt den Besuchern so richtig ein. Wichtig ist, dass man so viel Luft wie möglich bewegt in der Sauna, damit es zu keiner stehenden Luft kommt, weil die sehr unangenehm für die Gäste ist. Wenn man den Helikopter macht, ist es einfach ein Rotieren des Handtuchs in Deckennähe. Das Abschlagen von oben wird das Handtuch breit genommen und wird von oben herunter die Luft abgeschlagen sozusagen. Ist ein sehr extremer Hitzereiz auf einmal, aber wird sehr, sehr gern verlangt. Und das seitliche Bewegen, was ich vorher erwähnt habe, das ist, dass man die Luft auch im Raum selber ein bisschen fast wie zum Rotieren bringt, also dass man das wegkriegt, dass nicht die ganze Hitze auf der Decke stehen bleibt. Schwitzen macht durstig und hungrig. In der Auster erwartet die Besucher eine Gourmetküche fernab traditioneller Kantinenspeisen. Die Gäste bekommen bei uns wirklich was Außergewöhnliches, nämlich den Walk to Do, wo das Konzept zusammen mit Christoph Vidakovic erstellt worden ist. Und da können sie auswählen zwischen Garnelen, Huhn, Rind, Tofu, verschiedene Soßen, Thai Curry, Ingwer etc. Auch verschiedene Spezialsalate bieten wir an, die wir wöchentlich ändern. So heben wir uns wirklich sehr von der normalen Spa-Gastronomie ab. Um den Entspannungslevel weiterhin zu halten, empfiehlt sich eine Teilnahme an den kostenlosen Zusatzangeboten wie dem Indian Balance Programm und den Do-In-Körperentspannungsübungen. Eintauchen und gleichzeitig vom Alltag abtauchen. Wer auf mehr Sport setzt, der kann seine Längen im Auster-Sportbad ziehen. Nur ein paar Stunden abseits des alltäglichen Rummels spenden genügend Kraft, um den Tag mit neuem Elan zu beginnen. Das Auster-Wellnessbad hat von Montag bis Freitag von 10 bis 22 Uhr und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Das Sportbad kann von Montag bis Sonntag zwischen 7 und 22 Uhr besucht werden. Entscheiden Sie sich für eine Tageskarte um 18,20 Euro, für eine 3-Stunden-Karte oder eine Abendkarte. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.freizeitgraz.at oder per E-Mail unter freizeit@holding-graz.at. Das nächste Mal sauberes und winterfittes Graz und hinter den Kulissen der Gemeinderatswahl.